In grün mit weißem Latz. So kommen die fünf Wismutmaschinen daher. Sie sind, wie die erste ihrer Familie, mit V300 beschriftet. Auf DB-Gleisen dürfen sie nicht mehr fahren. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 100 km/h begrenzt. Matthias Zingel, stellvertretender Anschlussbahnleiter, ist mit der Geschichte der Wismut vertraut. Also im Jahr 1991 ist der letzte Erdzug hier auf der Wismut-Anschlussbahn befördert worden. Und seitdem ist es also so, dass die Anschlussbahn sich im Prinzip vorrangig mit den Transporten von Sanierungsmaterialien, Abdeckmaterialien für die Flächen- und Hallensanierung beschäftigt. Wir haben bei der Anschlussbahn fünf Lokomotiven der Baureihe V300 in Betrieb. Die sind in den Jahren 1997 bis 2001 von der Deutschen Bahn AG gekauft worden. Haben also alle ehemalige Betriebsnummern der Deutschen Bahn, sind bei uns natürlich intern umgezeichnet worden in das Nummernschema, was hier bei der Wismut verwendet wird. Und die Lokomotiven sind also vor ihrer Inbetriebnahme hier bei der Wismut-Anschlussbahn aufwendig modernisiert und remotorisiert worden. Also es ist anstatt des ursprünglichen 16-Zylinder-Kolomna-Motors ein 6-Zylinder-Reindieselmotor von Caterpillar eingebaut worden. Beeindruckend ist der Startvorgang. Was passiert jetzt? Jetzt wird der Dieselmotor vorgeölt und anschließend, wenn ein ganz bestimmter Startöldruck erreicht ist, wird der Dieselmotor durchgedreht durch die Lichtanlassmaschine und nimmt dann, wenn alles funktioniert, das hören wir hoffentlich gleich, Zündung auf. Jetzt hat der Motor Zündung aufgenommen, jetzt läuft er rund. Schmierchau ist der zentrale Punkt im heutigen Bergbahnnetz. Lokführer Mike Steudel hat heute Dienst. Seit Jahren fährt er auf der Wismutbahn. Er kennt sich aus. So, die Züge haben einen beladenen Zustand, eine Gesamtmasse von 1300 Tonnen. Und in Bezug auf die Streckenklasse sind diese Maschinen, die V300, optimal. Das sind sechsachsig, haben dadurch eine relativ geringere Achslast. So, und wir erreichen gut mit optimalen Schienenverhältnissen natürlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit am Berg so um die 35 km/h, 40 km/h.
Die Wismut V300 ziehen auf der alten Anschlussbahn Sand- oder Kieszüge ab Kaina zur Ladestelle Erzbunker. Die Strecke ist aufwendig saniert und für 20 Tonnen Achsfahrmasse ertüchtigt. Also genau das Richtige für die schweren russischen Lokomotiven. In Kaina werden die Wagen mit Sand beladen. Auch das Rangieren übernehmen die grünen Ludmillas. Wagen für Wagen wird automatisch gefüllt. Gefordert ist nur der Lokführer. Also als Kind hat man die ja tagtäglich gesehen. Die Maschinen, selbst unsere, sind ja weit über 30 Jahre alt und verrichten noch tagtäglich zuverlässig ihren Dienst. Also sprich, selbst bei unseren Maschinen, bei der Wismut, hat sich diese Umrüstung auf Caterpillar-Motoren auf alle Fälle bewährt. Die Leistung ist zwar jetzt nicht ganz dementsprechend wie die Maschinen mit Originalmotorisierung. Original haben sie ja um die 3000 PS, unsere haben 2600 PS, reicht aber für unsere Züge hier durchaus aus. Also es ist, wie gesagt, vom Feeling her einfach gestrickt, aber robust gemacht. Halt russisch, ne? Das soll in keinster Weise abwertend sein. Aber wie gesagt, allein der Sound ist schon beeindruckend. Sago 53 ruft Sago 5. Conny, wir wären dann soweit. Abfahrbereit mit 36er. Jawohl, Mike mit 36er abfahrbereit. Dann könnt ihr dann gleich zum Fluss fahren. Hier von der Verladestelle vom Gleis 91 bis hoch nach Braunichswalde ist schon recht beachtlich. Also denken wir mal, die wird man in irgendeinem Anschlussbahnbetrieb vergeblich suchen. Also die ist jetzt hier aber ganz schön beachtlich. In der Folge ist auch hier bloß eine Geschwindigkeit von 15 km/h vorgeschrieben. Bis Ende 1990 wird im Ronneburger Land Uranerz gefördert und in die damalige Sowjetunion abtransportiert. Zurück bleiben offene Gruben und 311 Millionen Kubikmeter Haldenmaterial. Die heutige Wismut hat nun seit 1991 den Auftrag,
das Abbaugebiet zu sanieren und zu rekultivieren. Die Transporte der Füllstoffe werden seitdem über die alte Werkbahn abgewickelt. 2014 soll Schluss sein.